Ja, diese Hilfspakete. Ne? Hilfspakete ist ein lustiger Begriff irgendwie, weil zuerst trat er, da steht die Bude zu und dann hilft er da. Das muss ich mir merken, wenn ich das nächste Mal, so wie wenn du jemanden vor die Tür scheißt und dann anleitst und noch ein Klopapier fragst, so als wäre nichts gewesen, oder? Du hast jemanden, die Goschen blutig und fragst ihm dann, ob du dem aufhelfen darfst. Das ist die Form der türkisgrünen Solidarität. Das ist eigentlich was Schönes, dieses Helfen. Weil die Leute, die vertreten, die können sich selber helfen. Also insofern haben sie zur Hilfe, glaube ich, nicht so einen Bezug. Hilfspakete. In Wahrheit ist es so, wie wenn du jemanden, der nicht schwimmen kann und an der Donau steht oder an der Mur oder an der Steyr oder am Inn und du stehst neben und der sagt, gib bitte, kannst du mal schwimmen lernen? Und der sagt, gut, ich hilf dir und drückt dir mal einen 100 Kilo Stein um den Hals. Ausgang bekannt. Und so ist es ungefähr jetzt in der Krise. Der Messias wird noch gefeiert, der Rest ist irgendwie nicht vorhanden. Das mit der Formlehre stimmt auch nicht mehr, weil was da jetzt bei den Grünen grün ist, also mir ist da gar nichts mehr grün irgendwie. Über die Roten reden wir dann eh. Die Blauen sind wurscht, das ist das einzig Tolle wirklich an Corona, dass die Scheiße keiner mehr hören will. Der Kickl hat ja gesagt, diese Hetze und dieses Angstmachen vom Bundeskanzler ist ganz, ganz, das tut man nicht, Angst machen. Politik, die nur mit Angst operiert, ist ja ganz schlecht, hat der Herr Kickl gesagt. Ich glaube, Corona geht nicht nur für die Lungen, es könnte aufs Hirn auch gehen vielleicht, aber da gibt es ja noch keine Studien. Da weiß man nichts. Man weiß nichts eigentlich. Wir wissen eigentlich alle nichts. Das ist das Problem, dass man nichts weiß. Eins weiß ich aber. Nächste Woche geht es mit Bussi Fussi weiter. Ja? Und da kommen coole Leute auf ins Waldviertel. Und die kommen dann jede Woche rauf. Also nicht immer die gleichen. Aber es wird so schön, die Vögel zwitschern. Ich brauche ja keine Hilfe, Gott sei Dank, weil, wenn du Hilfe brauchst, bringen sie die um. Ne? Ja, aber dafür kostet jetzt das Kracherl die Mehrwertsteuer ein bisschen weniger. Die Jubelschreie, warte, ich muss mal hören, ob ich die Jubelschreie der Gastronomie höre da herum. Na, aber den Buntspecht. Na, kein Jubel, komisch. Und irgendwo, es muss ein schwarzes Loch sein oder ein türkises Loch oder irgendwas, weil das Geld, das angeblich bei den Leuten ankommt, das kommt ja nicht an. Wo ist denn das? Was ist denn so schwer, dann die Kurzarbeit in 2 Monaten zu überweisen? Weiß man auch nicht. Werden wir uns aber alles anschauen. Weil wer nichts weiß, der muss alles glauben. Nein. Freut euch auf nächste Woche. Wir tun es auch. Pussy. Pussy.